Wenn du dich zu wenig beachtet fühlst und auf der Attraktivitätsskala von 5,2 auf mindestens 9,1488 klettern willst, dann habe ich hier 8 Schritte für dich, die du radikal und erbarmungslos in den nächsten 30 Tagen umsetzen solltest. Nummer 1. Stelle deine Ernährung um und leg dir eine anspruchsvolle Fitnessroutine zu. Was du so den ganzen Tag futterst und wie sehr oder wenig du deinen Körper forderst, hat einen gewaltigen Einfluss auf deine geistige Fitness, dein Selbstvertrauen und auch auf deine Anziehung auf andere. Es gibt hier keine Abkürzung, keine magische Abnehmpille und auch keinen um den Bauch geschnallten Elektrogürtel, der dir eine gerippte Surferfigur verpasst. Nein, du musst hier ackern, schwitzen und schuften. Und je mehr du das tust, desto mehr wird man dich auch achten, weil Kämpfernaturen per se attraktiv sind. In puncto Ernährung empfehle ich dir das Paleo-Prinzip. Weniger Kohlenhydrate, Pasta und Weizen und mehr Fleisch, Fisch, Beeren, Nüsse, Obst und Gemüse. Schritt Nummer 2 ist aufhören zu jammern und zu klagen. Ich meine hier nicht nur ein bisschen, sondern komplett und für alle Zeiten. Als Jammerlappen und Heulsuse bist du deshalb so unattraktiv, weil es dich lähmt, du im schlimmsten Fall in einer dicken, fetten Depri-Phase landest und weil andere Menschen einfach nicht bejammert werden wollen. Sie gehen dann nämlich davon aus, dass du ihnen deine Probleme aufbürdest und daran hat einfach keiner Interesse. Also, auch wenn heutzutage eine echte Heul-Olympiade stattzufinden scheint, bei der angeblich Benachteiligte vergöttert werden, nimm daran nicht teil, denn es ist unattraktiv. Der dritte Schritt ist es, den Kontakt zu toxischen Personen abzubrechen. Ich nenne diese Leute immer Energievampire, da sie dich mit ihrer Lethargie, ihrem Herumgenörgel oder mit ihren ständigen Sticheleien praktisch aussaugen. Wirklich stark sind diese Leute aber nur deshalb, weil du ihnen Aufmerksamkeit schenkst. Zeige stattdessen Kante und sortiere sie zugunsten deiner Selbstbestimmung aus. Wenn du Macht, Einfluss und Anziehung auf ein wirklich gigantisches Niveau heben willst, dann komm in meinen Club der Herrenkaste. Hier erfährst du in 8 Schulungen, wie du alte Denk- und Verhaltensmuster brichst und dich selbst auf Erfolg programmierst. Gerade habe ich hier übrigens 2 kostenlose Boni integriert, die den Club alleine schon wert sind. Klick am besten jetzt gleich den Link in der Videobeschreibung und sieh dir das mal genauer an. Schritt Nummer 4. Führe einen Mode- und Typ-Reset durch. Der erste Eindruck, den du machst, ist nun mal der äußere. Und genau wie ein Auto regelmäßig zur Durchsicht muss, solltest auch du dein Erscheinungsbild ab und zu einer Revision unterziehen. Selbst eine neue Frisur, eine neue Jacke, die du dir kaufst, ein edles Parfüm oder auch eine neue Uhr am Arm können deine Anziehung indirekt steigern. Warum das so ist? Ganz einfach. Es sorgt dafür, dass du dich besser fühlst, du also selbstbewusster bist und genau dieses Selbstbewusstsein macht dich nun mal heiß und interessant für andere. Sei dir auch nicht zu schade, zum Beispiel bei deinem Friseur nachzufragen, was am besten zu dir passt oder recherchiere gleich nach Typberatungen, die sich auf sowas spezialisiert haben. 5. Konfrontiere deine größten Ängste. Viele Jungs, wirklich sehr viele, werden nie wirklich erfolgreich, begehrt und geachtet sein, weil sie ihre Ängste nicht überwinden und zu wenig kalkulierbares Risiko eingehen. Sicher hast auch du etwas, das dich richtig nervt, dass du es nicht hast oder glaubst nicht tun zu können. Vielleicht besser mit Frauen werden, sie leichter anzusprechen, vielleicht den Weg in die Selbstständigkeit wagen oder vielleicht ein anderes großes Projekt anzuleiern. Egal was es ist. Am besten kommst du nach meiner Erfahrung, indem du dir die Klamotten vom Leib reißt und ins eiskalte Wasser springst. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird es viel weniger dramatisch, als du angenommen hast. Und allein die Gewöhnung bzw. die Abhärtung wird für dich pures Gold wert sein. Schritt Nummer 6 ist ein Tapetenwechsel. Ja, die Macht der Gewohnheit ist wirklich eine gigantische. Wenn dein Selbstvertrauen angekratzt ist, und es dir an Motivation mangelt, deinen Hintern für neue Projekte in Bewegung zu setzen, dann kann ein Ortswechsel mit neuem Umfeld wie eine Tankstelle für deine Energie wirken. Ob du dir nur eine Auszeit in anderen Gefilden nimmst, du irgendwo Urlaub machst, um Kraft zu schöpfen,
oder du gleich einen Umzug ins Auge fasst, ist nicht unbedingt das Ausschlaggebende. Worauf es hier ankommt, ist es, alte Muster zu brechen, die dich zurückhalten. Ein neues Umfeld mit neuen Eindrücken erledigt das wie kaum etwas anderes. 7. Limitiere soziale Medien, TV und Handygebrauch. Was würde eigentlich passieren, wenn diese Dinge von heute auf morgen verschwinden? Ein echtes Weltuntergangsszenario, nicht wahr? Natürlich nicht. Sehr viel Gutes würde wahrscheinlich passieren. Nach meiner Einschätzung schränken diese Dinge Qualitäten wie Unabhängigkeit, Eigeninitiative, soziale Kompetenz und Vertrauen in eigene Fähigkeiten ein. Du bist aber gut beraten, genau diese Dinge zu trainieren, wenn du Anziehung auslösen und persönliche Erfolge feiern willst. Schränke einfach mal soziale Medien, TV und Handy für 30 Tage massiv ein und beobachte, was passiert. Der 8. Schritt: Lerne, Nein zu sagen. Hier ist dein persönlicher Raum, also dein Terrain, gemeint, das du einnehmen musst und über das du deine Selbstbestimmung deutlich machst. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel sich manche Menschen bieten lassen. Und wenn du dich herumschubsen, übervorteilen, ausnutzen und respektlos behandeln lässt, dann ist das nichts anderes als Selbstzerstörung. Was du brauchst, ist eine Toleranzgrenze, die für jedermann sichtbar ist und die du vehement verteidigst. Das geht los bei übermäßigen Gefallen und Freundschaftsdiensten im privaten Umfeld und geht weiter im beruflichen Feld, bei Behörden oder selbst wie du in einem Restaurant behandelt wirst. Dein Raum und deine Würdepartner dürfen nicht verhandelbar sein. Danke fürs Zusehen, Kommentieren und Daumen hoch machen. Ciao, ciao.